alles Gute zum Geburtstag. Ja, das kannst du mit diesem Schokokuchen, der aus einer Dose kommt, machen. Ob das etwas für deinen Krisenvorrat ist? Ja, wenn du das wissen willst, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop. Überlebenskunst, schön, dass du dabei bist. Schokokuchen aus der Dose mit Schokostücken. Aus einer richtigen Konservendose, schau mal her. Ich kann da nur sagen, ich finde das traumhaft. Ich habe schon so viel davon gegessen, wie es man auch sieht, aber das ist ein anderes Thema. Was ist das? Was ist die Idee dahinter? Du hast hier einen Kuchen, den es natürlich auch bei mir im Shop gibt, das ist eh ganz klar. Ich gebe da unten den Link. Der mindestens 10 Jahre lang hält und trotz alledem ein richtiger Kuchen ist. Ich zeige dir das jetzt dann nachher gleich. Ich stelle den dann noch einmal ab und wir machen das gleich. Also nur damit wir uns klar sind, das ist ein Kuchen in einer Dose. Das heißt, der ist auch vor Nagern. Ja, irgendwie sicher, weil eine Ratte oder eine Maus beißt sie da nicht durch. Ganz im Gegensatz zu anderen Survival-Notnahrungen, wie die Energies, die es natürlich auch bei mir gibt, oder den Conva-Riegel, der eher etwas für die Bewegung ist, aber ist auch cool. Oder vor kurzem habe ich ja das Technical Foodpack hergezeigt. Übrigens da unten, ich gebe da oben beim i den Link, wie ihr das sehen wisst, da ist dieses Teil eingegraben, dieser Prepper-Vorrat. Aber das sind ganz andere Komponenten. Das hier, das ist wie Dosenbrot, nur Kuchen. Das ist einfach traumhaft. Schau mal her. Das ist dieser Kuchen. Ich sollte ihn ja nicht essen. Oh weh, wenn du das Video schaust, schalt kurz wieder aus. Ich mache nämlich gerade mit dem Ovi ein Fitnesstraining. Was ich auch übrigens sehr gut finde, gebe ich auch oben bei mir den Link zu dem Video. Aber manchmal muss man sündigen. Der ist wirklich gut. Schau da an, den Kuchen. Mit Schokostücken. Das Problem ist, dass das 300 Gramm sind und wenn ich die alle zusammen esse, dann habe ich 1500 Kalorien gegessen. Das ist die Hälfte von meinem Tagesverbrauch. Ich habe heute erst 700 durch zusätzliche Sportaktivitäten laut dem Rechner verbraucht, also kann ich die Hälfte essen. Der ist saftig. Schau dir das an. Es ist einfach so irre. Ich kann dir eines sagen, wenn du Schokokuchen magst, dann wirst du den lieben. Aber es soll in dem Video jetzt nicht darum gehen, dass ein glatzköpfiger, dicker Österreicher in seinem Buschkraftareal auf waldurlaub.at einen Kuchen aus einer Dose frisst, oder? Nein, überhaupt nicht. Das hier ist made in Österreich. Ja? Das heißt, das ist aus Österreich in Österreich gemacht. Schau mal her, du hast eine richtig schöne Dose. Ich krieg die, ich habe nicht genug Kraft, um die hier aufzuziehen. Daher nehme ich immer ein Messer. Vorsicht, Kinder, bitte nicht wieder ein Messer zur Lippe gehen und mach hier ein wenig auf. Und jetzt kommt's, pass auf mal. Psch, 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 psch. Vogel, hör jetzt kurz einmal auf ins Singen. Oh. Und dann riecht's nach Schokokuchen raus. Und so ist der einpackt, schau her. Ich weiß, jetzt habe ich zwei offen. Aber keine Sorge, meine Kinder mampfen den auch rein. Wobei, die machen mehr Sport als ich, aber ist ein anderes Thema. Und dann machst du so. Ja. Oh. Dann hast du, jetzt haben wir zwei. Keine Sorge, wir essen den heute. Wobei, ich habe den schon einmal zwei Tage, weil ich ihn auf mehrfach gegessen habe, also immer 100 Gramm jeden Tag, auf drei Tage gegessen und in so einem Tupper, oder wie das Ding heißt, ja, so ein Frischhalte-Kunststoffding, hält extrem lang, wird nicht schimmelig und gar nichts und ist trotzdem schön feuchtiglich. Also das ist wirklich eine super Sache. Und jetzt ist die Frage, wozu brauche ich sowas? Ne? Die eine Sache ist für einen Krisenvorrat, wenn du wirklich sagen willst, okay, ich möchte nagersicher, ich möchte feuchtigkeits- und luftdicht verpackt haben und mindestens 10 Jahre haltbar und wahrscheinlich hält der Eger nicht so lange, weil du wirst ihn vorher zahm essen. Das ist die eine Möglichkeit. Und das ist halt der Unterschied zu diesen Dingen hier. Ja? Also das hier, das ist auch etwas on the run. Ja? Also unterwegs, ja. Das hier ist, jo ey, man, wenn du so mal so einen Riegel isst, wirst du sagen, bitte Reini, gib mir Schokokuchen aus der Dose. Das ist halt so der Hintergrund. Also alles hat so seine Vor- und Nachteile und kein Ding ist die eierlegende Wollmilchsau. Ja? Ist ganz einfach so. Jedes hat sein Einsatzgebiet. Und das ist halt der ganz große Vorteil von diesem Ding hier und es ist einfach absolut genial. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du in deinem Krisenvorrat oder auch einfach nur zum Wandern oder zum Campen oder weil es einfach lustig ist, einen schönen, saftigen, richtig guten Kuchen mit in Österreich mit Schokostücken haben willst,
Also wirklich gut. Dann bist du hier an der richtigen Stelle. Mindestens 10 Jahre lang haltbar, mindestens, wenn nicht sogar länger. Das heißt kein Dosenbrot, sondern Dosenkuchen. Ein, zwei Dosen, so nebenbei, ist doch nicht verkehrt. Das war's, ein ganz kurzes Video. Okay? Ich glaube, dass die Vorteile klar sind. Lange Haltbarkeit, 100%iger Schutz, auch wenn du den vielleicht irgendwo einbuddeln magst, so wie ich das mit dem Tactical Foodpack Weekpack gemacht habe, gebe da oben beim i den Link. Schau dir das an, das liegt da unten. Kann man mit Dosen zum Beispiel auch machen. Und da können keine Nager ran und auch Wildschweine riechen nicht durch eine Dose durch. Und das ist ein großer Vorteil. So, das war's jetzt. Schreib mal einen Kommentar, was du vom Schokokuchen in der Dose hältst. Schau auch einmal in meinen Shop vorbei. Vielleicht magst du das eine oder andere Teil bestellen. Würde mir sehr nicht freuen. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo da lassen, da geht's zum Schokokuchen und zu mir. Ein paar andere Videos, das hat mich gefreut. Und Mahlzeit.